Ich bin jetzt seit 2 Wochen in Berlin. Habe die letzten 2 Wochen individuell trainiert mit Carlos, mit Pepe. Seit heute dann mit dem ganzen Team, sind alle da, erste Teameinheit gehabt und fühlt sich sehr gut an. Sehr, sehr gute Stimmung und ich bin froh, hier zu sein. Well, our first practice today has been very good. Everybody were happy to start to practice. You can feel the emotion of everybody in his first practice. The new players, I think they're going to fit very well in our group. I think they are very nice guys, and this is important for the chemistry of the group, and I think they will adapt quick and good. Ja, ein bisschen konnte ich die Stadt schon angucken. Also wie gesagt, ich bin seit 2 Wochen hier mit meiner Freundin, ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen natürlich die Klassiker angeguckt, Brandenburger Tor, Fernsehturm, solche Sachen. Aber auch so ein bisschen Prenzlauer Berg rumgelaufen, waren in Kreuzberg, haben uns ein paar Sachen angeguckt, einfach ein bisschen die Stadt aufgesogen, ein bisschen, waren essen viel abends und einfach ein bisschen Berlin genossen und geguckt, wie man hier so lebt. Well, the plan for the next weeks will be to get on shape, in shape in physically, and to start to understand all the things that we want from the players. And physically will be important to go slowly, little by little. Well, the preseason games will be difficult this year because of the coronavirus. So BBL teams will start practicing the 1st of September. So for us, maybe it will be a little bit late comparing other seasons to start to play. So it's a difficult situation, very strange, and we will have to adapt to don't play preseason games. Ja, natürlich sehr außergewöhnliche Zeit mit Corona. Saison dann kurzfristig abgebrochen im März. Ich habe mich dann an der Schulter operieren lassen, einfach ein kleiner präventiver Eingriff. Hab dann 2-3 Monate Reha gemacht. Das war ganz gut, dass ich ein bisschen was zu tun hatte, dann auch während des Lockdowns. Und dann, als man dann wieder in die Halle gehen durfte, natürlich wieder angefangen zu trainieren, wieder in Shape gekommen, wie man so schön sagt. Und natürlich dann auch viel Zeit zu Hause verbringen können, ein bisschen andere Sachen machen können, abseits vom Basketball, viel Zeit mit der Freundin verbracht. Und wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen, aber sind natürlich, glaube ich, wie alle froh, dass es so langsam wieder ein bisschen normaler ist und hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. In the last season or in the last 2 years, 3 years that we have been here, we have been living in a bubble of the happiness. We have been very happy all these 3 years because the club, because the players, because how we do the things. Even the 2 first years we didn't win, I think the feeling was that we were happy. We were happy because we did all of our best. Our goal is not only to win, there is more things than to win, and has been very good these 3 years working with the guys and working in this club. Hopefully we will be in the fight for the titles, but I think you have to focus and do the things that you can do by yourself. Ja, 3 Jahre habe ich jetzt unterschrieben. Große Pläne. Also natürlich will ich mich persönlich weiterentwickeln, aber ich glaube, was im Vordergrund steht, sind auch Teamerfolge. Also letztes Jahr sind sie hier Deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Da würde ich persönlich natürlich am liebsten dran anknüpfen.
Aber ja, mal gucken, was die nächsten Saisons bringen und ja, ich bin sehr, sehr gespannt.